Hallo, mein Name ist Ulrike und ich arbeite beim Bayerischen Roten Kreuz Nürnberg im Kleiderladen. Ich möchte Sie heute über die Kriterien der Kleiderspendenabgabe informieren. Leider erhalten wir immer wieder Waren, die wir so nicht verwerten können. Ich zeige Ihnen mal hier ein Hemd, das komplett zerrissen ist. Oder aber hier haben wir ein paar Schuhe. In dem einen fehlt die Innensohle und außen die Sohle ist zerrissen. Kaputt können wir so nicht weitergeben und dann muss das kostenpflichtig entsorgt werden. Wir würden uns wünschen, dass Sie nur Waren abgeben, die Sie selbst auch tragen würden. Das heißt, sie sollten sauber sein und unbeschädigt. Denn nur so können wir sie an andere weitergeben. Vielen Dank.